So, herzlich willkommen zu dem heutigen Video hier im gemütlichen Wald, im Frühlingswald. Ich will euch wieder ein Kampfmittel vorstellen. Ein leider sehr weit verbreitetes Kampfmittel. Und zwar die PFM1-Mine. Das ist dieses gute Stück hier. Diese Mine ist eine sowjetische, eine russische, sagen wir mal. Und es ist eine Kopie einer amerikanischen. Das wissen viele nicht. Es gab die Drachenzahnmine. Die heißt auf schlau BLU 43, Bertha Ludwig Ulrich. Entschuldigt mein deutsches Buchstabieralphabet, dass ich da nicht das der NATO verwende. Und 44 auch noch. Das halte ich für wichtig zu erwähnen. Also erstens, die Amerikaner haben das Stück erfunden. Und es ist technisch sehr ausgeklügelt, wahnsinnig ausgeklügelt, viel mehr als man denkt. Gerade wird irgendein wildes Viech auf mir rum. Die amerikanische Drachenzahnmine war, wie der Name schon sagt, ein bisschen eckiger geformt, aber im Grundkonzept war sie gleich, auch mechanisch gleich aufgebaut. Man hat sowohl in Afghanistan wie auch im Ukraine-Krieg immer wieder gehört, dass die Russen Minen einsetzen, die wie Spielzeug aussehen. So ungern ich die Russen in Schutz nehmen möchte, das sollte man ja einfach tun. Ich halte das für einfach westliche Propaganda. Die Amerikaner haben die Mine erfunden, dann haben die Russen sie nachgebaut, in sehr, sehr großem Umfang eingesetzt. Und dann wollte man halt die Russen negativ darstellen und hat dann gesagt, die sieht ja aus wie Spielzeug, das soll Kinder anlocken. Das war vermutlich, aber nur deswegen hat man das gemacht, um darüber hinwegzutäuschen, dass man selber diese Minen erfunden hat. Ich mag hier jemandem danken, du weißt schon wen, bei sowas ist man sehr diskret. Das ist ein Modell aus dem 3D-Drucker. Mit einer eingesetzten Schraube, dass man die auch mit einem Metalldetektor finden kann. Sie sieht der echten relativ ähnlich. Ich gehe hier gleich noch drauf ein. Also, wo soll das wie Spielzeug aussehen? Wenn das wie Spielzeug aussehen sollte, hätte man da eine Mickey Mouse drauf gemalt. Also totaler Schmarrn. Das hat ja sogar eine Tarnfarbe. Die gab es auch in Gelb und in Khaki und sonst was alles. In Afghanistan hat man natürlich geschaut, dass man also haben die Russen natürlich geschaut, dass sie keine Grünen abwerfen. Also wie gesagt, wenn gesagt wird, die Russen werfen Minen ab, die wie Spielzeug aussehen, das ist offensichtlich einfach Schmarrn. So sehr es mir wehtut, die Russen in Schutz zu nehmen, aber man sollte da ja durchaus sachlich an die Sache rangehen. Diese Mine wiegt 74 Gramm und sie hat etwa, ich muss ein bisschen was ablesen, 37 Gramm Sprengstoff drin. Und zwar sehr modernen Flüssigsprengstoff. Dieser Teil ist so eine Art Flügel. Das ist funktionsunfähig, also es hat keine Funktion. Zum Auslösen der Mine und für die Mechanik. Aber es sorgt dafür, dass sie leicht rotierend zu Boden sinkt. Die werden nämlich abgeworfen. Hier drin ist der Flüssigsprengstoff und hier ist die ganze Zündmechanik. Und ich will euch heute vor allem erklären, wie diese Zündmechanik funktioniert, weil dazu gibt es fast keine Quellen. Ich habe eine einzige Quelle gefunden. Ein türkisches Video, das verlinke ich euch unten. Genau. Die werden nicht per Hand verlegt, das könnte man auch machen, aber sie werden nicht per Hand verlegt. Sie werden abgeschossen, entweder mit Raketen, mit Mörsergranaten oder von Flugzeugen aus abgeworfen. Und in den Abwurfbehältern von zum Beispiel der Mi-8 sind 144 Minen davon drin. In Raketen sind 312 Stück drin und in Mörsergranaten 20 Stück. Also so, nicht Mörser, Artilleriegranaten. So.
Und jetzt versuche ich euch mal zu erklären, wie das Ganze funktioniert. Diese Minen sind technisch so ausgefeilt, dass sie sogar einen Selbstzerstörungsmechanismus drin haben. Das Problem ist aber, dass dieser Selbstzerstörungsmechanismus sehr schlecht funktioniert. Hier oben ist die Zündmechanik bei der echten und hier ist die Selbstzerstörung. Das Bild habe ich von diesem YouTube-Kanal und aus diesem Erklärvideo. Aber wenn ihr es euch anschaut, ihr werdet euch auch etwas schwer tun damit. Außer ihr sprecht Türkisch, dann nicht. Hier ist ein Sicherungssplint. Beim Abwurfen aus den Abwerfbehältern wird dieser Splint gezogen und dann passiert Folgendes. Der Schlagbolzen, der hat hier eine Feder und ein Gewinde. Und wenn der Splint gezogen wird, dann dreht er sich. Hier oben ist eine Silikonfüllung und die sorgt dafür, dass es sich sehr langsam dreht. Und erst, wenn der Stift hier ganz durch ist, durch diese Silikonmasse, ist diese Mine scharf. Und es dauert etwa eine Minute bis zu 10 Minuten. Dann ist sie scharf. Das hier ist ein Zündhütchen, sag ich mal, und das ist der Initialsprengstoff. Und hier ist der Flüssigsprengstoff drin. Und diese Mine ist sehr empfindlich, die löst schon bei 5 Kilogramm Druck aus. Und das Problem ist, dass dieser Druck nicht auf einmal draufkommen muss. Es kann sein, dass hier ein Reh drauf tritt, dass irgendwie ein Stein drüber rollt und dann wird ein Teil schon aktiviert und dann bleibt der Aktivierungsmechanismus an dieser Stelle stehen. Und wenn man sie dann hochhebt und dann nur eine kleine Erschütterung kommt, dann kann sie schon explodieren. Also sehr empfindlich, sehr gefährlich. Wie funktioniert jetzt das Ganze? Hier ist eine Kugel und diese Kugel hält den Schlagbolzen fest. Hier sind Öffnungen, hier und hier. Und wenn man jetzt hier auf den Körper der Mine drauf tritt, wird dieser Flüssigsprengstoff hier reingedrückt und schiebt den ganzen Mechanismus nach oben. Wenn das nach oben geschoben wird, ist das Erste, was passiert, ist, dass der Zünder kippt und dann in Auslöseposition ist. Dann wird es noch weiter hochgeschoben, das System, und zwar hier, und drückt die Kugel auf die Seite. Und wenn die Kugel ganz auf die Seite gedrückt ist, dann schlägt der Schlagbolzen ab und die Mine setzt um. Und diese 37 Gramm Sprengstoff, die reichen gerade dafür aus, jemanden Fuß abzureißen. Also eine Waffe, die wirklich nur verstümmelt. Die meist verbreitete Variante ist die S-Variante, PFM-1S wie Siegfried. Seht ihr hier oben? Und diese Siegfried-Variante hat den Mechanismus hier unten. Und das ist die Selbstzerstörung. Und die funktioniert so. Jetzt muss ich kurz nochmal gucken. Nach 24 Stunden. 24 Stunden dauert es, bis dieser Mechanismus alles nach oben gedrückt hat. Also das, was passiert, wenn man hier einmal drauf tritt, dass die Flüssigkeit den Mechanismus nach oben schiebt, das macht die Mine auch von alleine innerhalb von 24 Stunden. Der Stift tritt heraus, drückt erst den Zünder in Position und dann die Kugel zur Seite und dann soll sie auslösen. Aber wie gesagt, soll. Das funktioniert ganz schlecht. Ihr habt wahrscheinlich fast alle die Aufnahmen aus der Ukraine gesehen, wo die Minen rumliegen und die Ukrainer, die entweder mit einem Gewehr schießen sie einfach drauf und lösen sie aus oder mit Peitschen oder sie werfen Autoreifen drauf. Und das ist natürlich länger als 24 Stunden nach dem Abwurf. Also funktioniert sehr schlecht. Eine ganz, ganz heimtückische Waffe, sehr durchdacht, technisch sehr hochwertig. Und das Allerwichtigste ist, dass man die einfach erkennt. Man muss sofort wissen, was es damit auf sich hat und wissen, dass sie wahnsinnig empfindlich sind.
Ich hoffe, das war hilfreich. Ich hoffe vor allem, das war interessant und dient der allgemeinen Bildung. Und ich hoffe, ich kann euch bald wieder begrüßen zu den nächsten Themen, was das auch immer sein wird. Macht's gut und bis dann.